Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade hier das Beta-Becken sauber gemacht und ich glaube, ich habe das Video schon hochgeladen. Wenn nicht, kommt das noch. Heute geht es mal wieder um den Red Crown Tail Wurf und ihr hört, Baby ist natürlich wieder mit am Start. Lasst euch davon nicht ablenken. Ich habe gerade hier sauber gemacht, zwei dreckige Eimer, dafür drei saubere Becken. Ja. Ihr seht, da ist was los, wa? Also wenn ich jetzt hier meinen Zeigefinger daneben halte. Na, da geht's ja richtig ab, wa? Also die Tiere sind jetzt circa die größten hier. 3 cm, denke ich mal, würde ich jetzt mal behaupten. Und Rot ist am Start. Also ich bin total happy. Ihr hört's wahrscheinlich, dass... Man sieht auch bei vielen schon den Ansatz von Crown Tail, schon seit letzter Woche, aber diese Woche noch mal etwas mehr. Die fressen gerade Artemia-Nauplien, die ich gerade hier reingetan habe, deswegen sind die hier auch richtig geschäftig und ich mag das ja, wenn man filmt, wenn die Tiere fressen, weil dann machen die auch irgendwie was. Und ja, ich habe halt gerade sauber gemacht, deswegen sind auch noch viele Schwebteile. Ich bin geflasht, die haben in der letzten Woche so einen Sprung gemacht. Ihr seht es vielleicht selbst, deswegen liebe ich ja diese Updates. Und es wird bei allen rot. Also hier sind zwar noch zwischendurch welche, die sind ein bisschen kleiner, klar, aber die meisten haben hier schon eine stattliche Größe und die fangen auch, glaube ich, schon an, ihr Labyrinthorgan zu benutzen. Denn sie kommen immer wieder hoch und schnappen nach Luft. Das ist ein super Zeichen. Ich glaube, 10 Wochen, ja, 10 Wochen haben wir jetzt auf dem Zeiger. Also, ich freue mich total und ja, wer mehr über diesen Wurf erfahren möchte, über die Eltern vor allen Dingen, der schaut gerne auf meine Webseite. Da habe ich ein Zuchttagebuch, kampffischdame.de. Da findet ihr das unter 2019 und ja, ich freue mich über Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao!